Die schnellste Maus von Mexiko dürfte euch wahrscheinlich allen bekannt sein. Gefühlt war sie natürlich nie ein Hauptcharakter, aber trotzdem irgendwie immer lustig anzuschauen, wobei ich als Kind immer schon den Eindruck hatte, dass es etwas altbacken daherkam. Das Spiel zu dem Nager ist dank einer großartigen Kanalspende in meine Sammlung geraten. Aber ist es auch gut? Was taugt Speedy Gonzales für den Gameboy heute noch? Das Spiel erschien 1993 in den USA und bei uns in Europa und wurde von Citizen Software programmiert und von Sunsoft veröffentlicht. Japan bekam das Spiel ein Jahr später. Das Spiel ist ein eigentlich recht schneller Plattformer und das Vorbild wird einem auch schnell klar sein. Sonic. Aber das passt auch irgendwie. Genau wie Segas Eagle ist ja auch die Maus sehr schnell unterwegs und daher ein perfekter Match. Soweit kann ich jedoch schon vorausgreifen. Leider macht das Spiel so einige Fehler, die der Eagle wesentlich besser macht. Aber fangen wir von ganz vorne an. Euch erwarten 6 Oberwelten mit jeweils 3 Leveln und zum Schluss kommt natürlich immer ein Bossgegner. Die Oberwelten sind dabei in klassischer Umgebung aufgeteilt. Es gibt eine Eiswelt, eine Wüste, eine Insel und so weiter. Die Abschnitte an sich sind auch schön gestaltet und euch erwarten auch Sonic-mäßige Loopings, Checkpoints und so weiter. Leider bedienen sich diese teilweise etwas hakelig. Euch von einer Sprungfeder einen Geschwindigkeitsboost zu holen, klappt nicht immer sofort und das nervt dann auch einfach. Vor allen Dingen, weil ihr diesen Boost dann auch teilweise für die sehr, sehr langen Sprünge ins Ungewisse braucht. Solche Sprünge gibt es übrigens immer mal wieder und da hilft ihr nur entsprechendes Auswendiglernen. Gegner ziehen euch übrigens sofort ein Leben ab und bekämpfen könnt ihr sie auch nicht. Und hier kommt auch das Problem bei diesem Spiel mit hinein. An sich solltet ihr ja mit hoher Geschwindigkeit durch die Level fegen, aber leider stirbt ihr bei der erstbesten Gelegenheit und so ist hier eher vorsichtiges Vorgehen angesagt. Das fühlt sich dann doch eher kontraproduktiv an, leider. Hier wäre ein Ringsystem wie bei Sonic wohl besser gewesen, da ein kleiner Fehler dann erst einmal entschuldigt wird. Immerhin gibt es aber genug Checkpoints in Leveln verteilt und so müsst ihr im Zweifel auch nicht allzu weit wieder von vorne anfangen. Hier und da gibt es auch kleine Puzzles in den Leveln verstreut. Wir sind eine willkommene Abwechslung und sind nicht allzu hart zu erledigen. Ein Beispiel, es muss eine Wand eingerammt werden, um einen anderen Block fallen zu lassen. Diesen kann man dann als Plattform weiter benutzen. Das Spiel hat also gute Anlagen, aber irgendwie will sich der Spielspaß bei mir nicht so ganz einstellen. Wenn man schon mal Sonic kopieren möchte, sollte man auch die guten Sachen mit übernehmen. Immerhin kommt das Geschwindigkeitsgefühl beim Laufen aber recht gut herüber. Technisch ist das Spiel durchaus solide. Grafisch wird euch in den Leveln eine sehr schöne abwechslungsreiche Welt gezeichnet. Nur bei der Musik hätte es meiner Meinung nach etwas mehr Abwechslung geben können. Was taugt Speedy Gonzales für den Gameboy also heute noch? Ganz zu Anfang war ich eigentlich angetan. Sonic auf den Gameboy? Wieso nicht? Und es schien auch gut zu funktionieren. Leider kam jedoch dann sehr schnell Frust bei mir auf. Ich bin einfach kein Fan von Auswendiglernen von Leveln. Das Spiel ist okay, aber mehr auch nicht. Das war der Test zu Speedy Gonzales für den Gameboy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Leute, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.